Die 5 Sportwagen mit den geringsten Unterhaltskosten. Heute kommen wir zu einem Thema, das die meisten von euch interessieren sollte. Denn wer hätte nicht gerne einen Sportwagen, wenn dann nicht die Unterhaltskosten meist so hoch wären? Wenn ihr glaubt, dass ich einen Sportwagen vergessen habe, der unbedingt auf diese Liste gehört oder ihr Videovorschläge habt, schreibt mir sie bitte in die Kommentare, liked das Video, wenn euch dieses Format gefällt und checkt mein Instagram in der Beschreibung, damit ihr immer up to date bleibt. Los geht's mit dem Video. Audi TT FV 2.0 TDI Ultra. Beim ersten Sportwagen auf dieser Liste handelt es sich um die Dieselversion des aktuellen Audi TT, welche von 2016 bis 2018 gebaut wurde. Aber keine Angst, Leute, auf dieser Liste sind nicht nur Autos mit Dieselmotor zu finden. Hier befindet sich ein 2 Liter Turbodiesel, der 184 PS und 380 Newtonmeter Drehmoment leistet unter der Haube. Dieser macht eine V-Max von 237 km/h möglich und beschleunigt in 7,3 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Die Versicherungskosten betragen bei Haftpflicht und SF3 in etwa 450 Euro, die Kfz-Steuer 190 Euro, der Kraftstoff bei einem Verbrauch von 5,5 Litern auf 100 Kilometer und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern ca. 650 Euro und die Wartung ca. 350 Euro. Somit betragen die jährlichen Gesamtkosten etwa 1.659 Euro. Porsche 918 Cayman. Der nächste Sportwagen ist der Cayman der aktuellen Generation, die seit 2016 gebaut wird. Hierbei handelt es sich um den ersten Cayman, der keinen 6-Zylinder-Boxermotor verbaut hat, sondern einen turboaufgeladenen 4-Zylinder-Boxermotor, der in der 2-Liter-Version 300 PS und 380 Newtonmeter Drehmoment leistet. Aber schreibt mir mal die Kommentare, wie ihr das findet, dass Porsche jetzt kleinere Motoren mit Turboaufladung verbaut. Dieser 718 hat eine V-Max von 275 km/h und beschleunigt in 5,1 Sekunden auf 100 km/h. Die Versicherungskosten betragen ca. 350 Euro, die Kfz-Steuer 120 Euro, der Kraftstoff bei einem Verbrauch von 9,5 Litern auf 100 km und einer Laufleistung von 10.000 km ca. 1.300 Euro und die Wartung ca. 600 Euro. Diese addieren sich zu jährlichen Gesamtkosten von ca. 2.370 Euro. Peugeot RCZ. Dieses Coupé wurde von 2010 bis 2015 als Diesel gebaut. Unter der Haube befindet sich hier ein 2 Liter Turbodiesel, der 163 PS und 340 Newtonmeter Drehmoment leistet. Dieser RCZ hat einen Topspeed von 225 km/h und beschleunigt in 8,7 Sekunden von 0 auf 100. Die Versicherung kostet ca. 270 Euro, die Kfz-Steuer 228 Euro, der Kraftstoff bei einer Laufleistung von 10.000 km und einem Verbrauch von 6,5 Litern auf 100 km ca. 800 Euro und die Wartung ca. 300 Euro. Somit betragen die jährlichen Gesamtkosten in etwa 1.598 Euro. Ford Mustang 2.3 EcoBoost. Jetzt kommen wir zum einzigen amerikanischen Auto auf dieser Liste, dem aktuellen Mustang, der seit 2014 als EcoBoost gebaut wird. Unter der Haube befindet sich hier ein turboaufgeladener 2,3 Liter Vierzylinder, der 317 PS und 421 Newtonmeter Drehmoment leistet und auch mit einem größeren Turbo im Ford Focus RS verbaut wird. Dieser Mustang hat eine V-Max von 233 km/h und knackt die 100 km/h Marke in 5,8 Sekunden. Die Versicherung kostet ca. 550 Euro, die Kfz-Steuer 164 Euro, der Kraftstoff bei einem Durchschnittsverbrauch von 10 Litern auf 100 Kilometer und einer Laufleistung von 10.000 Kilometern ca. 1.400 Euro und die Wartung ca. 300 Euro. Diese addieren sich zu jährlichen Gesamtkosten von ca. 2.414 Euro. Mercedes-Benz R172 SLK 250 CDI. Jetzt kommen wir zum kleinen Mercedes Roadster, der als Diesel von 2012 bis 2017 gebaut wurde. Unter der Haube befindet sich hier ein 2,1 Liter Biturbo aufgeladener rein 4-Zylinder Dieselmotor, der 204 PS und 500 Newtonmeter Drehmoment leistet. Dieser SLK hat eine V-Max von 244 km/h und beschleunigt in 6,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer. Die Versicherung beträgt ca. 500 Euro, die Kfz-Steuer 217 Euro, der Kraftstoff bei einem Durchschnittsverbrauch von 6 Litern auf 100 km und einer Laufleistung von 10.000 km 750 Euro und die Wartung ca. 300 Euro. So.